Hallo Leute, bei mir gibt es heute eine leckere, günstige One-Pot-Pasta mit Brokkoli. Denn ich habe darauf geachtet, der Brokkoli ist momentan bei uns im Angebot. Ihr könnt aber auch jedes andere Gemüse nehmen, das gerade bei euch im Angebot ist. Und dann mit Nudeln so eine richtig leckere One-Pot-Pasta machen. Das Schöne daran ist, ihr braucht wirklich nur einen Topf. Es geht relativ schnell und wie gesagt, es ist auch noch günstig. Den Topf heize ich mir schon mal vor auf gute halbe Kraft. Dann schneide ich mir eine Zwiebel. Es muss jetzt nicht unbedingt eine rote Zwiebel sein, kann auch eine andere Farbe haben. Dann habe ich noch eine kleine Zehe Knoblauch, die kommt auch noch mit rein. Mein Topf ist soweit vorgeheizt, da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Und meine Zwiebeln. Die schwitze ich dann gerade ein bisschen an. Auch gleich etwas salzen, dann werden sie besser weich. Und sobald die Zwiebeln dann ein bisschen angeschwitzt sind, kommt auch mein Knoblauch dazu. Und als nächstes geht es dann an den Brokkoli. Wie ihr seht, das sind 400 Gramm Brokkoli und das meiste davon ist Stiel. Aber den müsst ihr nicht wegschmeißen, denn den könnt ihr entweder schälen und wie Kohlrabi essen. Oder aber, ihr macht da draußen eine leckere Brokkoli-Cremesuppe. Meine Zwiebeln sind jetzt soweit angeschwitzt. Die werde ich jetzt mit meiner Brühe ablöschen. Dann noch etwas salzen und pfeffern. Und noch ein bisschen Muskatnuss. Die großen Stückchen am Brokkoli, die schneide ich einfach ein bisschen kleiner. So, das ist mir klein genug. Man soll ja nachher noch was erkennen von dem Brokkoli. Bei der Brühe, in der ich gleich meine Nudeln garen werde, ist es wichtig, dass ihr die vorher probiert, denn die sollten einen kleinen Tick zu salzig sein. Nicht viel zu salzig, aber ein bisschen salziger als normal, denn die Nudeln nehmen einiges an den Salzgeschmack auf und dass die ganze Pasta nachher noch richtig lecker schmeckt, soll es ein klein wenig versalzen sein. So, deswegen kommt bei mir noch ein kleines bisschen Salz mit rein. Und sobald die Brühe anfängt zu kochen, kommen die Nudeln dazu. Meine Brühe kocht gerade auf, da kommt jetzt meine Pasta rein. Dann gehe ich mit der Temperatur auf kleinste Stufe runter. Dann kommt ein Deckel drauf, was wir normalerweise bei Pasta eher nicht machen, aber in dem Fall geht das. Und so lasse ich die jetzt für 5 Minuten garen. Laut Packungsanweisung brauchen sie 10 Minuten, aber mein Brokkoli muss ja noch mit dazu. In der Zwischenzeit auf jeden Fall unbedingt des Öfteren umrühren, dass da nichts anbrennt oder anklebt. Und die Rezeptur dafür, die bekommt ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Meine Nudeln sind jetzt soweit vorgegart. Da kommt jetzt eben der Brokkoli mit dazu. Und den gare ich eben jetzt auch direkt mit in den Topf. Das hat den Vorteil zum einen, wie ich schon gesagt, das ist eine One-Pot-Pasta, also ich brauche nur einen Topf. Aber was wichtiger ist, der Geschmack von dem Brokkoli bleibt auch im Topf und geht nicht eventuell durchs Blanchierwasser verloren. Deswegen ist es eine wunderbare Sache. So, jetzt kommt wieder ein Deckel drauf. Und so lasse ich sie jetzt nochmal 5, 6, 7 Minuten leicht vor sich hin köcheln, ab und zu mal umrühren, denn je weniger Flüssigkeit drin ist, desto leichter neigen die Nudeln dazu anzukleben oder sogar anzubrennen. Deswegen immer mal umrühren. Und während meine Nudeln so langsam vor sich hingaren, geht schon mal an die Soße. Ich habe mich jetzt für Frischkäse entschieden, so einen Kräuterfrischkäse, der ist im Moment auch im Angebot. Aber was ihr auch sehr gut nehmen könnt, ist zum Beispiel Bärlauchpesto oder überhaupt irgendeine Pesto. Aber Bärlauchpesto bietet sich an, weil der Bärlauch im Moment gerade so langsam am Kommen ist. Ich wollte demnächst mal suchen gehen, war noch nicht. Deswegen muss ich jetzt eben auf meinen Frischkäse zurückgreifen. Aber wenn ihr diesen Bärlauch eben selber suchen geht, dann könnt ihr den dafür wunderbar verwenden. Das Gute daran ist, alle die zum Beispiel an Laktoseintoleranz leiden, die können mit Pesto sehr gut arbeiten, denn da ist Parmesan oder Pecorino drin, je nachdem. Und der ist laktosefrei.
da das über die Reifung, also über die Reifezeit, bereits vollständig abgebaut wurde. Von daher könnt ihr das dann wunderbar auch laktosefrei zubereiten. Meine Nudeln sind jetzt fast gar, also die brauchen nur noch ein, zwei Minuten. Mein Brokkoli ist auch schon fast gar und hier unten im Topf habe ich jetzt noch etwas Brühe drin. Das ist auch gut so, denn die Brühe bildet jetzt zusammen mit meinem Frischkäse oder eurem Pesto, je nachdem was ihr habt, die leckere Soße für meine Nudeln. Da kommt jetzt eben mein Frischkäse dazu. Und jetzt das Ganze noch richtig schön durchrühren, bis sich der Frischkäse eben aufgelöst hat. So, dann hacke ich mir noch gerade ein bisschen Petersilie. Wenn ich sie schon da habe, kann ich sie auch verwenden. Die kommt auch direkt mit dazu. Jetzt hätte ich doch fast meine Tomaten vergessen, die ich mir extra noch hergerichtet habe. Die einfach nur halbieren. Waren übrigens auch im Angebot. So. Und die kommen auch direkt mit dazu. Und dann geht es auch schon ans Anrichten. So. Und so einfach und günstig kann man so ein leckeres Gericht kochen. Also ich muss sagen, wie gesagt, ihr könnt Gemüse nehmen, je nachdem, was ihr gerade da habt. Ihr müsst halt dann nur variieren, wann es dazu gibt, dass es am Ende auch gar ist. Ich freue mich jetzt auf mein Essen und euch danke ich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.